Hallo und herzlich willkommen zum 14. Let's Play von Game Dev Tycoon. Und wir sind gerade dabei, Movie Star Planet 2 zu entwickeln. Oder zumindest versuchen wir es zu entwickeln. Okay. Und ja, wenn wir die neue Spielengine haben, versuche ich mich auch mal wieder an mittleren Games dran. Aber da brauchen wir einen Publisher zu. Ja, okay, dann machen wir mal auf weiter, 3D-Grafik natürlich und Entwicklung starten. Gameplay hoch, Engine muss auch hoch, Story Quest muss ja nicht so hoch. Ja, machen wir mal so. Spieltutorials, das ist in Ordnung. Ja. Machen wir einfach mal. Okay, Gameplay, Story und Quests. Okay, Movie Star Planet 2, Filmsimulation. Dialoge, auf jeden Fall das hier, das ist eh hoch. Ich glaube, ich mache einfach mal die Kurve so. Ist vielleicht ganz gut. Level Editor, machen wir einfach mal rein. Damit man seinen eigenen Film dann halt erstellen kann. Ich denke mal, dafür wird das sein. Und wir haben einen Type generiert. Es scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Es gibt keine starken Trends. Und wir machen ein bisschen Marketing. Bisschen Werbung, Zeitschriften. Type 8 sofort. Gut, Grafik, Sound hoch. Spielweltdesign. Weil das brauchen wir eigentlich nicht. Machen wir das mal so. Open World brauchen wir dafür überhaupt nicht. So, halb 8. Halb 9. Halb 10. Wuhu, halb 11. Ich glaube, das wird bis jetzt der größte Hype werden. Und Bugs fixen. Zack. Okay. Naja, noch kein neuer Rekord. Aber mir ist aufgefallen, bis jetzt hat noch keiner rumgemeckert, wenn da mal ein Bug drin war. Okay, Story und Quests sind wir in Level Up, Level 4. Und Sound auch. Spiel veröffentlichen. 2,6 Millionen nur noch, naja. Neue Forschung verfügbar. Verzweigte Erzählung und Stereo Sound. Naja. Auftragsangebot. Oh. Momentan sind keine Aufträge verfügbar und die ersten Bewertungen für Movie Star Planet 2 sind da. Und sieht gut aus. Oh, 10! Gibt uns eine 10 gibt uns Stargames das Beste seiner Art und eine 10 von Informed Gamer eine herausragende Leistung. Und eine 10 von Game Hero. Evo, ja, jeder liebt es und eine 9 von All Games. Mehr bitte! Dann werden wir davon wohl mal eine Fortsetzung mit einem mittleren Game machen. Wieso habe ich das hier nicht als mittleres Game gemacht? Hm. Naja, okay, geil. Dann, oh. Kultstatus, geil. Du machst den Spielbericht und hier Errungenschaft freigeschaltet. Gut, und du erforscht was. Nämlich, oh, das kostet alles so viel Erfahrungspunkte. Neues Thema, nee. Verbesserte KI wäre schon geil. 3D-Grafik. Was ist wichtiger? Und entweder haben wir schon wieder so lange aufgenommen oder ich habe vergessen, den Timer neu zu starten. Aber ich glaube, wir haben schon wieder so lange aufgenommen. Ich mache einfach einen Cut, wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. Und wieder da, ich kann noch 10 Minuten aufnehmen. War gut, dass ich das Let's Play nicht beendet habe, wir sind ja erst bei knapp 5 Minuten. Okay, dann gucke ich hier mal weiter, was ich jetzt, ja, erforschen möchte. Am liebsten alles. Aber können wir leider nicht. Sound, verbesserte KI.
Grafik ist natürlich auch schön, wenn die besser ist. Worauf legen die Leute mehr Wert? Ich glaube auf die KI. Das wäre jetzt wieder mächtig teuer, aber naja. Wow, wie viel wir davon verkaufen? Boah, 312.100. Und schon 1 Million Umsatz gemacht. Geil. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Movistar Planet 2 ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten: Film und Simulation ist eine großartige Kombination. Engine scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Ja. Schön. Und während wir hier nichts zu tun haben, gehst du einfach mal kurz in den Urlaub. Dann füllst du hier ein bisschen der Balken auf. Auftragsarbeit finden. 3 Wochen hier. Wir haben schon 5 Millionen. Okay, einfach mal annehmen. Movistar Planet 2, das neueste Spiel von BMS, hat einen Sturm an guten Bewertungen und begeisterten Kunden entfacht. Branchenexperten halten Movistar Planet 2 für eines der seltenen Spiele, die einen neuen Qualitätsstandard für zukünftige Entwicklungen setzen. Geil. Wie es aussieht, hat BMS mit Movistar Planet 2 Spielgeschichte geschrieben. Gut gemacht und endlich mal ist es kein Scheiß-Titel wie Spiel 10. Boah, gleich eine halbe Million verkauft. Geil. 5,6 Millionen Gold verkaufe ohne Hilfe eines Publishers eine halbe Million Spiele. Oder Kopien. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Movistar Planet 2, welches vor kurzem von BMS veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 erzielt hat. Los, Ballermann Studios, gut gemacht. Ja, vielen Dank. Okay, gut gemacht. Wir werden 15.000 auf Ihr Konto überweisen. Eigene Engine erstellen. Charakterentwicklung, verbesserte KI. Ja, wir müssen noch mehr erforschen. Ich würde jetzt gerne einen Publisher-Vertrag mal wieder finden. Für den PC bitte. Ach, schade. Nichts für den PC da. Dann gucke ich noch mal eben in die Spielehistorie. Oh, Movistar Planet, schön. Pokémon, das haben wir vor kurzem rausgebracht. Das können wir jetzt mal für die Kinder rausbringen. Wobei, ob das mit den Aliens so gut ist und Action. Ansonsten ist das Spiel ja gut. Ich muss mal gucken. Polizeisimulator war jetzt nicht wirklich der Erfolg der Römer. Zuletzt vor 2 Jahren rausgebracht. Das heißt, das könnte mal wieder Zeit werden für ein neues Römerspiel. Gut, Fortsetzung entwickeln von der Römer. Gut, das wird dann der Römer 3, glaube ich sogar. Okay, ein mittleres Spiel natürlich hier, Mittelalter Abenteuer, Plattform wählen, PC versteht sich doch von alleine. Und PC Engino weiter Entwicklung starten. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen. So, hier habe ich ja ein bisschen verkackt.
wieso ist da ein Minus? Gehört, will das damit sagen, dass das nicht so gut ist? Ich will aber trotzdem ein bisschen Gameplay und Story. Ich halte das mal alles so auf einen Rahmen. Gut. Technik bin ich ja. Engine, Gameplay und du machst die Quest. Okay. Och, wir verkaufen immer mehr Spiele. Geil. Bald haben wir 1 Milliarde. Movistar Planet 2 wurde vom Markt genommen. Es wurden 662.937 Einheiten verkauft und 4,6 Millionen Umsatz erzielt. Wie geil. Das ist fast unser komplettes Geld. Geil. Dialoge müssen hoch. Level Design ja nicht. Okay, dann würde ich sagen, mache ich das hier. Ne, da muss ich ja klicken. Also hinziehen, Level Design. Und du machst das hier, damit wir nicht so überarbeitet sind. Und ich mache dann das hier noch. Okay. Ich glaube, wir können uns bald sogar noch einen Mitarbeiter leisten. Achso, und Nintendo hat heute die nächste Generation seiner Spielkonsole mit dem Namen TES64 angekündigt. Juhu, Nintendo 64, das Ding habe ich auch, oder das? Die Konsole. Joa. Sie wird in den kommenden Monaten erwartet und ist weltweit die erste Konsole, die 64-Bit-Prozessoren für Grafik und Sound verwendet. Laut Nintendo ermöglicht, steht ja zwar nicht, aber gehört ja so, ermöglicht dies eine noch nie zuvor gesehene realitätsnahe 3D-Grafik. Ja. Und ich hatte ja auch mal vor, in Wirklichkeit ja auf dieser Konsole mal ein paar Let's Plays zu machen, einfach nur aus Fun. Und vielleicht mache ich das demnächst auch nochmal. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es ja sehen. In den letzten Jahren hat die Super TS einen großen Marktanteil zugunsten von modernen Konsolen verloren. Experten sind von der Hardware der TS 64 sehr beeindruckt. Sie drücken allerdings ihr Unverständnis darüber aus, dass noch immer ROM-Module anstatt der viel günstigeren CD-ROMs, die darüber hinaus auch mehr Speicherplatz bieten, verwendet werden. Tja. Trotzdem ist die TES64 eine sehr beeindruckende Konsole. Nintendo kündet eine aggressive Preispolitik gegenüber Sonys PlaySystem an. Tja. Ich wollte gerade noch einen einstellen. Hier die Grafik schraube ich mal dahin runter. Sound muss noch weniger sein. Dann musst du den. Shit. Und dann gleichen wir die mal auf 150%. Das ist der Römer Open World und Mono Sound. Stereo habe ich ja noch nicht erforscht. Oder noch nicht in dieser Engine drin. Okay, dann mal los. Und danach stelle ich einen neuen Mitarbeiter ein, damit dann die mittleren Games mal ein bisschen öfters verkaufen können und dann werden die auch hoffentlich mal besser.
Hype 1 haben wir generiert. Ah, scheiße, ich habe vergessen, die Kataloge rauszubringen dafür. Naja, fertigstellen. Kleiner Messestand. Nee, ich weiß nicht. Wir machen gerade kein neues Spiel. Obwohl, wir könnten der Römer damit verkaufen. Ja, ach, wir probieren es mal aus. Kein neuer Rekord. Mal gucken. Oh, und das Let's Play schon rum. Naja, Dialoge Level 4 sind wir aufgestiegen. Ansonsten aber nichts weiter. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder und gucken, wie gut sich der Römer 3 verkauft. Das ging ja sonst ganz gut immer ab. Und ja, ich bin vor allen Dingen gespannt auf die Bewertung. Oh, hier ist irgendeine Konsole. Ja, naja, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. More money and more problems. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'. Yeah. Mac and Garner. I'm a motherfucking